Das Grauen hat einen Namen. Leica Mosers Büro. Müll, wohin das Auge reicht. Das hier ist unser Büro. Und in unserem Büro sieht es aus wie Sau. Und da es das selbstreinigende Büro noch nicht gibt, muss geputzt werden. Das könnte natürlich keiner besser als der, der so schlimm schmutzig gemacht hat. Deswegen gehen wir jetzt mal rein. Überraschung! Nein! Ich habe mir gedacht, dass dein Büro aussieht wie ein Schweinestall und total schmutzig ist, wirst du jetzt mit mir zusammen Frühjahrsputz machen. Das ist jetzt ein Gag. Nein. Was jetzt? Warum denken Männer immer, wir Frauen müssen putzen? Nein, nein, hier ist eine Schürze, schau. Das ist die Antenne Bayern. Sag mal, hast du Frühjahrsputzschürze? Ich ziehe diesen Mist nicht an. Indra. Hast du jetzt 3 Stunden Zeit? Was soll ich? Hier ist es sauber. Nee, hallo. Ist nicht sauber. Wenn ich dir, schau mal. Nicht den Schrank. Doch, nicht den Schrank. Nein. Oh, Alter, Mann. Von dem verliebten Schrank. Das kann man nicht wegschmeißen. Das kann man. Also ich fange jetzt an zu putzen und aufzuräumen. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann, ist unbegreiflich, sagt mein Mann. Jetzt habe ich was für Sie. Wissen Sie, was das ist? Eine handgehäkelte Unterhose für mich. Ich habe sie noch nie angehabt. Mit Reservoir. Die gebe ich aus, man weiß ja nie. T-Shirt vor 15 Jahren, so sah er aus. Ist es nicht schön? Hä? Und das heben wir auf. Das wird ein Mensch wissen. Nein! Ich glaub's ja nicht. Hey, das ist das Originalglas von Katy Perry. Als sie bei uns war, hat sie aus dem getrunken und da ist sogar noch der Lippenstift von ihr dran. Oh, Katy Perry. So. Boah, so, jetzt haben wir 3 Stunden geputzt hier. Aber wie ich finde, kann sich sehen lassen, ha? Huh?